Dass es am Ende dieser deutschen Meisterschaften im Kurztriathlon eine neue Titelträgerin geben würde, stand schon vorher fest. Denn Ricarda Lisk, die Titelverteidigerin, hatte einen Tag zuvor ihre Teilnahme abgesagt. Die 26-jährige Waiblingerin leidet unter einer Fußverletzung. Die Favoritinnen hießen also Joelle Franzmann, Anja Dittmar, Christiane Pilz und vielleicht auch Katrin Müller. Und die spielten gleich zu Beginn ihre ganze Erfahrung aus den Einsätzen im Triathlon-Weltcup aus. 40 Sekunden betrug der Vorsprung von Franzmann, hier vorn, Pilz und Dittmar vor Müller. Erst weitere 30 Sekunden später die Verfolgerinnen. Viele von ihnen für Teams der parallel ausgetragenen deutschen Triathlon-Liga am Start. Bitte zur Moderatorenbühne kommen. Klaus, bitte zur Moderatorenbühne. Roland. Auch auf dem Rad harmoniert das Trio offenbar besser als die neunköpfige Verfolgergruppe mit den U23-Nachwuchshoffnungen Müller, Tina Herklotz und Lena Brunkhorst, denn deren Rückstand wächst mit jeder Runde. Am Ende der mit 48 Kilometern übrigens deutlich zu langen Radstrecke auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens München-Riem ist der Abstand auf 2 Minuten 20 angewachsen. Die deutsche Meisterin, das stand nun fest, würde aus diesem Trio kommen. Der zweite Wechsel. Im Vordergrund Anja Dittmar. Doch Christiane Pilz ist schneller. Als erste geht die Rostockerin auf die 10 Kilometer Laufstrecke. Dann Franzmann, Dittmar. Und Pilz nutzt den kleinen Vorteil. Schon hier, nach 2,5 Kilometern ihr Vorsprung 15 Sekunden vor Franzmann, die bei der körperlichen Höchstbelastung und Temperaturen mittlerweile deutlich über 30 Grad im Schatten jede Möglichkeit zur Kühlung nutzt. Bedingungen, denen Dittmar an diesem Tag nicht gewachsen ist. Zu groß der Stress von unterbrochenem Höhentraining und der missglückten Anreise. Das Problem war aber, ich habe keine Luft gekriegt hier, ja, bei der trockenen Luft. Und jetzt geht's schon wieder? Ja, jetzt habe ich mich beruhigt, jetzt geht's. Und plötzlich geht es auch für diese beiden, Katrin Müller rechts und Lena Brunkhorst, die sich hier noch unterstützen, wieder um mehr als den Titel in der Nachwuchswertung. Ein Platz auf dem Podium liegt plötzlich in Reichweite. Zum letzten Mal der Anstieg auf den Bugaberg und keine Gefahr mehr für Pilz. Auf einem sicheren zweiten Platz Franzmann. Nach 2001 und 2002 feiert Christiane Pilz in München ihren dritten deutschen Meistertitel im Kurztriathlon und sichert sich damit zugleich den letzten freien Startplatz im deutschen Aufgebot für die Weltmeisterschaften in Hamburg. DM Silber geht an Franzmann. Die Ukrainerin Olesja Prestajko, die hier für ihr Team SC Riederau gestartet ist, wird zwar Dritte in der Gesamtwertung. Bronze aber geht an Katrin Müller, die sich nach dem Ausstieg ihrer Teamkollegin und Freundin Brunkhorst darüber allerdings wohl noch nicht so richtig freuen kann. Insgesamt, also in der gesamten internationalen Wertung, ist das dann der Rang 5. Wir zählen noch mit. Und wir weisen noch einmal auf den Startzeitpunkt bei den Herren.